Weiter geht's, meine Lieben, mit einer neuen Folge Soma. Es wird immer, immer spannender. Ich glaube, wir nähern uns langsam dem Untergrund und mal schauen, was passiert. Wir nehmen das Omnitool hoffentlich mit. Catherine, nein! Sie wollte gerade sagen, dann hast du noch mich. Und sie, oh, nee. Okay, wir klettern jetzt einfach mal hoch. Warum nimmst du das nicht mit, du Dödel? Das ist jetzt mal im Ernst. Was ist passiert? Ich kann ja jetzt nicht einfach runterspringen. Bin ich 100 pro tot? Ah, okay. Sicherung? Hey, I know it's not much, but why have we stopped moving? The power blacked out for a moment. Think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Comforting. It will hold. So, sie hat's gerade noch gesagt, mich. Dann hast du immer noch mich. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Okay, muss ich hier noch irgendwas drücken? Passagiere einer? Nee, okay. Ich setz mich einfach mal nochmal hin. Does time freeze when you're not powered? Time freezes a minute when it is. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without the dreaming. Yes. But generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. That'd be the worst. Aber langsam verschwimmt meine Optik brutalst. Ich sehe immer weniger. Auch die Elektronik scheint hier total verrückt zu spielen. Ja, und jetzt... Oh no, ernsthaft jetzt? Scheiße, ich kann hier nicht raus, oder? Ne, ich kann natürlich nicht raus. You did it! You did it! I will make preparations. Wer war das jetzt? Er wird Vorbereitungen treffen? Wozu? Dildo-Treff? Wer weiß? SM-Party? Fetisch-Austausch? Was willst du von mir? Oh, good, you're back. What happened? Something dropped onto the cage. Knocked you right out. Spoke to me. Looks like a man. One of WoW's creatures. It just stared at you for a moment, then threw itself down the abyss. It said it would make preparations. I don't like the sound of that. It was very strange. I thought it was gonna kill you for sure. Glad it didn't. Yeah, me too. Wer war das? Kennen wir den irgendwo her? We're closing in on the ocean floor. Good, not sure the climber could take it much longer. Okay, so this is the Omega Sector. It's about an acre of the abyssal plan used by Pathos 2. I expect we'll have to do some walking before we reach town. You haven't been here before? Not in a way that'll help us. Wait, the other you has been here. We're following your old footsteps, Kat. When I had footsteps. You could still be down here somewhere, technically. Don't remind me, freaks me out. Alright, let's head for Tau and find that arm. Alles klar. Dann lass uns zu Tau gehen. Achso. So. Aufmachen, raus da. Ja, hier hat uns auch die WoW auf jeden Fall einiges kaputt gemacht. Was Lunalink zum Rufen der Aufzugsplattform erforderlich. Okay, das wollen wir jetzt nicht unbedingt haben. Plattform, Fahrerkabine, Stromrelais, Werkstatt. Okay. Wir müssen hier auf jeden Fall wieder einmal 100.000 Sachen erledigen. Was genau? Wie jetzt? Gehst du nicht auf, oder was? Ne, geht nicht auf. Was haben wir hier? Arglock. Mustersammlung, Versorgungsüberprüfung, Teuro gescheitert. Angemeldet. Alan Waldeck. Remote-Zugang. Okay. Gut. Soweit, so gut. Was haben wir hier? Hier ist auch doch irgendwas fehlerhaft schon wieder, oder?
in, Tau. Please answer, Tau. Nothing. It's dead. Let's move out. We'll try the next one. Was soll man davon halten? Tau. Du mein Tau. So, machen wir auf hier. So, jetzt wieder an. Ach, jetzt ist an? Okay. Okay. Was haben wir hier? Irgendwelche im Lager? Quartier? Master Switch. Jetzt haben wir wieder Strom, ne? Bringt mir das hier was, vielleicht? Nö, da blinkt es weiter fröhlich vor sich hin. Da, die Tür geht sowieso nicht auf. Okay, wir gehen weiter. Und schauen wir doch mal, was hier vorne links noch drin ist. Ich habe es mir leider nicht gemerkt, was auf der Karte stand. Okay, aber es geht auf. Es geht auf, das ist schon mal gut. So, was haben wir hier? Vieh, Tau. Was ist dieses mit den blauen Pfeilen? Ist das die Strömung? Vermutlich. Ist eigentlich tief unten im Meer mehr Strömung oder weniger? Was bist denn du schon wieder? Alter, den hat's voll zerfetzt. Stick to the lamplights, they won't go near them. I can't fail, Glasser. It's important I reach Omicron. Our future depends on it. Calm down. Let's just follow the path. If I die, I need you to tell Julia Dahl that the WoW is out of control. She needs to get to Sarang. He'll know what to do. Raz, you can tell them yourself. We just need to pick up the pace, okay? Glass! We lost the path! We need to go back! I know where to go. Come on! It's over there! The light is over there! Final push, Raz. Almost there. We just... Alter. Plötzlich hat's ihn zerfetzt. So spontan in Einzelteile zerlegt. Alter, lecker Gulasch. Ja, brutal. Nee. Da geht's uns, glaube ich, gerade im Moment schon besser. Blue leads to Tau und Red leads to Klimber. Wir wollen natürlich zu Tau. Die Reds interessieren mich vorerst mal noch nicht. Das ist der Pfad. Der bekannte Pfad. Aber ich denke, wir müssen auch bald nach Klimber. Sonst wären, glaube ich, hier diese... Du bist wohl auch so eine Tau-Kreatur, hä? Wau-Kreatur. Alter. Okay, hier kommt schon mal ein bisschen schwackes Strömung ran. Hört sich an wie Wind unter Wasser. Okay. So, was haben wir denn hier Schönes? Inventar. Getrockneter Tintenfisch. Okay, alles 000 leer. Gut, wir sind am Arsch. Was das angeht schon mal. Missionslogs. Aufbau. Getrockneter Thunfisch ein Kilo. Bla. Gibt eigentlich nichts Besonderes. Köder. Okay, also hier versuchen sie Fische zu fangen, ey. Fische. Popsize. Kalmar, Anglerfisch, Buckelwal. Okay. Was ist das hier? Error? Unable load data. Das heißt, so ein Viech muss hier irgendwo sein. Vermute ich. Ah, hier ist ein Pfister. Mir geht's gut eigentlich, ne? Soll ich dem Kabel mal folgen einfach? Okay, das verschwindet hier. Aber hier sind die Lichter. Okay, bin ich doch gar nicht so verkehrt gegangen. Ist schon mal nicht schlecht. Hier sind rote Lichter. Und wir folgen jetzt unserem Pfad. Vier... Blitze? Ey. Wir sind unter Wasser. Habt ihr das schon mal kapiert? Blitze unter Wasser? Wind unter Wasser? Ich glaube schon, dass es so eine Art Strömungssound sein soll oder so, aber...
Ey, es hört sich so an, als würde mich jemand stalken, echt. Wow, hab ich Glück gehabt. Ich wollte tatsächlich jemand stalken. Okay, wir gehen weiter. Was bist du denn? Ach, das sind tatsächlich einfach nur Fische, die mich fressen wollen? Baufische? Ja, vermutlich. Okay. Lass du mich in Ruhe, wenn ich hier drin bin? Ich glaube schon. Aber wir gehen weiter. Fackeln da jetzt nicht lang. Dann gehe ich halt einmal drauf, das ist mir auch recht. Aber ich will jetzt hier zu Tau. Zu Tau. Ich will zu Tau. Lass mich mal zu Tau. Los. Ja, der Pfad ist schon crazy. Ein crazy Pfad. So blöd, dass der nicht schneller laufen kann. Also ein bisschen joggen hier. So zieht sich so ein Pfad ganz schön in die Länge. Ja, da ist nicht mehr viel übrig. Was wollen wir eigentlich hier? Oh, speichern. Ich sah gerade irgendwie auf den ersten Blick aus wie ein Baby und nicht wie der Hand. Zu wenig Strom. Ja, das kennen wir doch schon. Oh, was haben wir hier? Tau, can you hear this? Anyone there? This is Tau. Who is this? This is Ian Peterson of Theta calling. I got a team with me and we're about half a kilometer from Tau. What? How did... You came in the climber? Listen, we're having a really hard time with this sector. Heavy turbulence is making it difficult to move forward, and the wildlife you got is absolutely rabid. The storm comes and goes. Instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critters should leave you alone. All right, you heard the man. We're moving out, people. Tau, keep the doors unlocked. We're coming in. Wo sind die Leichen, hä? Ich hab so ein ganz übles Gefühl schon wieder. Was haben wir denn hier Schönes? Garage? Gehst du auf? Hier sagt immer noch zu wenig Strom? Nein. Status ist wackelnd. Der Sturm ist aber noch da. Okay, was haben wir denn hier? Steuerung. Observatorium, Signal aus Betrieb, außer Betrieb. Tau. Schauen wir mal, ob wir dich kontaktieren können. Ach so. Hey, Bro. Okay, so, muss ich dir jetzt folgen? Was, Ich folge dir jetzt einfach mal. In guter Hoffnung. Ja, ja, okay. Der beleuchtet uns den Weg und schützt uns hoffentlich. Ach du Kacke. Hier sind überall Laternen, wie man sehen kann. Aber die sind nicht mehr an. Weiß Gott warum? Wie gesagt, wir folgen jetzt einfach unserem Roby. Der ist nämlich ganz gut beieinander, der Roby, und falls was ist, dann gibt's einen Punch in die Fresse. Hoffe ich. Einfach mal. So. Bye bye! Roby? Ich glaub, du hattest Pech. Ich hab nur noch hier eine Lampe. Sind hier denn noch welche? Hier rein? Muss ich mir jetzt ernsthaft hinterher in die Höhle oder was? Ja, schaut ganz so aus. Das würde ich jetzt echt nicht als gute Idee empfinden, den Shit hier. Oh nee. Oh nee. Ja, der ganze Scheiß ist wieder von vorne los hier.
schon, geh doch mal ein bisschen schneller, Mann. Wo kleine von diesen Spinnviechern sind, sind bestimmt auch wieder große. Oder auch nicht. War das überhaupt in dem Spiel? Doch, ich glaube schon. Dem bin ich aber voll in die Arme gelaufen jetzt. Das war jetzt nicht so schlau. Da hat der Anglerfisch genau das geschafft, was er schaffen wollte mit seinem schwulen kleinen Lämpchen da auf dem Kopf. Und ich sehe halt nichts und ich bin verletzt, ey. Das ist so eine Kacke. Oh, ist das ein Rotz. Ja, okay. Ich muss auf jeden Fall unterscheiden zwischen meinen Laternen und den runden Lichtern vom Anglerfisch. Und den hier. Ich muss straight laufen. Straight immer zu den Lampen. Scheiß drauf, was passiert. Ich muss einfach immer in Richtung der Lampen laufen und hoffen, dass ich bald einen Pfister finde, damit ich mich heilen kann. Weil so wie ich jetzt beieinander bin, komme ich nicht weiter. Zumindest nicht auf Dauer. Also jetzt vielleicht schon noch ein bisschen, aber wie lang? Und war irgendwie klar, dass ich sofort am Anfang erstmal gegen so einen blöden Anglerfisch renne, oder? Warum war das so klar? Irgendwie schon traurig. Aber ich hätte jetzt eigentlich schon gedacht, dass wir jetzt in dieser Höhle, wo wir gerade eben waren. Nennt jetzt mal Höhle, ich weiß es nicht. Ist doch auch schon wieder alles komisch, oder? Ist das hier der Zugang zu Tau? Ist das hier der Tauzugang? Lass mich bitte rein. Ja, tatsächlich. Und da schaut es irgendwie noch ganz angenehm aus. So auf den ersten Blick. Geil. Oh, mach das Ding dicht. Endlich raus von, weg von diesen Viechern. Oh, jetzt pump mal ab, komm, Kollege. Schön. Schön, wir haben es tatsächlich geschafft, in Tau zu landen. Hätte ich ja jetzt nicht so schnell gedacht. Sehr cool. Open the door, Tau. Mach die Hüllen auf. Lass die Hüllen fallen. Mach auf jetzt. Macht's ganz schön spannend, hä? Never been happier to be inside. Let's find the Ark. Lass uns die Ark finden, aber da oben vorne ist ein Pfister. Das heißt, ich würde mir erstmal die Faust penetrieren lassen. Wird? Wird? Muss ich da jetzt immer... What's left of it? Are you guys all right? What happened here? We ran out of real food long ago. People have been getting sick. Haven't heard from anyone in months. No shit. They all think you're dead down here. Some failed evac story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son. We're on an important mission, and we need your help to operate the Omega Space Gun. When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. All right. See you soon. Da leben echt noch welche? Aber das sieht mir nicht danach aus. Hier ist auch wieder so ein einer von diesen Anzügen, glaube ich, weg, oder? So, Anzugstatus, Signal verloren. Aktiv, Tau. Aha. Okay. Climber Station, Omicron, Tau. Okay. Gut. Shit, Rupp. Verziehen uns wieder. So, kann ich das hier zumachen? Ist hier gerade jemand langgelaufen?
Achso, Haupteingang kann ich schon mal nicht nutzen. Ist wieder so eine Luftschleuse. Servicestation. Ich kann doch den bestimmt auch wieder aufmachen und braucht da irgendwas von dem Shit, oder? Sieht für mich auch so aus, als könnte man irgendwas drücken. What? Also ich bin jetzt hier. Die Tür ist offen, die ist zu. Ich kann noch nichts machen. Omnitool defekt. Data Buffer auch defekt. Okay, okay, ich kann aber da rein. High Pressure. Ich mach mal hinter mir immer lieber wieder die Tür zu. Weil man weiß ja nie. Kann natürlich verkehrt sein, dass ich sie lieber offen hätte lassen sollen. Aber irgendwie traue ich mich das nicht. So. Gut, es dauert jetzt ein Weilchen hier scheinbar, bis der auf ist. Aber der spannt uns mal wieder richtig auf die Folter. Aber noch mehr Schlösser hätten wir nicht machen können, ne? Oh! Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Tschüss, tschüss, tschüss. Brauchst du dich gar nicht drum kümmern. Alle Türen sind eh zu. Und tschüss. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Lalalalalalalala. Oh, hier ist so viel. Ich weiß gar nicht, wo ich lang soll. Okay, aber jetzt Hauptsache ist weg. Er ist weg. Auch schon wieder so ein Stuhl. Noch ein Pfister. Was haben wir hier? Energieinfo. Notstrom offline. Auf Lok zugreifen. Intercom. Zentrale. Irgendwas anrufen. Offline. Nicht anwesend. Offline. Online? Anyone there? Not in the mood to talk to robots. No offense. What? Folgt dieses komische Viech mich? Ja, tut's! Ja, krieg's auf. Ja, lol. Ja, ich würde sagen, das nutze ich mal schnell. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Ja, das ist wie sie mir hinterher wackelt, ey. Wenn nicht, dass ich extra noch eine Runde drehen muss, bloß wegen dem Penner jetzt hier. Komm schon, komm schon. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr auf diese Scheiße hier. Okay. Meine Lieben, wir sind sicher. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.